Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Es geht um Daisy Global, den Crowdfund mit einer KI dahinter, die für uns tradet und einem Network Marketing Bereich. Ja, ich wollte euch einfach zeigen, es geht voran, auch wenn es lange dauert jetzt noch, vielleicht noch 10 Tage, vielleicht noch 2 Wochen, bis wir einschreiben können. Es gibt Aktualisierungen. Wenn ihr die alten Videos kennt, dann sah man hier zwar noch die Belohnungen und man sah die persönlichen Empfehlungen, man sah aber bei Matrix-Mitglieder gar nichts. Da seht ihr jetzt 75 bei mir. Bei der Current Contribution, also bei der Stufe, auf der ich bin, stand bei allen immer nur 1. Da steht jetzt bei mir, dass ich auf Stufe 4 bin und die eben die 800 Dollar dafür bezahlt habe bzw. beigetragen habe. Ja, und dann zeige ich euch auch, wenn man zum Beispiel in die Stufe 1 reingeht, wie das aussieht. So sieht es bei mir jetzt aus. Dann gehen wir mal in die Stufe 3. Da sieht es so aus. Und wenn ich noch eine weitergehe, sieht es so aus. Ja, so, jetzt schauen wir uns aber an, was hat sich denn bei den Ergebnissen getan? Und da ist es momentan einfach wirklich sensationell. Schaut euch das an. 57,54 Dollar, das sind 7,67%. Das ist aus meiner Sicht echt in so einer kurzen Zeit schon phänomenal. Wie gesagt, ist eine Momentaufnahme. Ihr seht es ja oben an der Kurve. Es geht immer mal wieder ein Stück hoch und ein Stück runter. Klar, wenn Sie Geld fürs Trading wieder benutzen, weil Sie in irgendeinen Trade reingehen können, dann geht der Betrag runter. Wenn der Trade mit Gewinn abgeschlossen wird, geht es hoch. Wenn der Trade jetzt nicht mit Gewinn abgeschlossen wird, kann es sogar sein, dass es wieder runtergeht. Aber jetzt für die Momentaufnahme und für die Tendenz der Kurve sieht es doch echt super aus. Zumal, wie ihr seht, das Trading hat ja auch erst vor, naja, nicht ganz 1,5 Wochen angefangen. In der kurzen Zeit ist es echt richtig, richtig klasse. Ja, so viel dazu. Das sollte jetzt einfach nur für euch ein kurzes Update sein, dass ihr seht, was sich tut. Es tut sich was, es geht voran. Auch hier die Trading-Ergebnisse, das ist aktualisiert worden. Vor ein paar Tagen sah man noch nicht die Prozentzahl. Die Kurve war so ein bisschen schlechter. Also auch da sind Verbesserungen eingetreten. Insgesamt geht es voran. Was sie jetzt machen ist, sie sind mit den Programmierungen, die sie vorhatten, um das Ganze stabiler zu machen, sind sie fertig geworden. Und sie gehen jetzt in die Belastungstests. Und die brauchen aber wirklich auch bald knapp eine Woche, bis sie durch sind, weil sie wollen da auch wirklich testen, was passiert bei einem großen Ansturm, damit wir eben nicht wieder das erleben, was euch erspart bleibt, was wir aber in den ersten 5 Tagen hatten mit Serverabsturz, mit sich anmelden wollen und dafür 20 Mal versuchen müssen, dass man überhaupt durchkam und so. Das soll jetzt alles viel, 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 viel besser werden. Und ich finde, wenn man sich das so anschaut, das Backoffice sieht schon mal richtig gut aus. Seht ihr, das braucht eine Zeit lang zum Laden und schon sind die Ergebnisse da. Die Stufe stimmt, die persönlichen Empfehlungen stimmen, die Matrix-Mitglieder. Ja, alles sieht soweit gut aus. Also, bis bald wieder und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch zu dem Video und kommt in unsere Gruppen, sei es Facebook oder sei es Telegram. Bis dann, tschüss!